Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Video, denn das Ganze steht offensichtlich im Thema Lila. Urban Decay hat eine neue Palette rausgebracht und zwar ist das die Naked Ultra Violet Palette. Es ist meine erste Urban Decay Naked Palette und ich bin sehr gespannt. Wirklich sehr gespannt, wie die Palette ist. Ich habe die Palette zugeschickt bekommen. Allerdings habe ich gesehen, dass viele Videos, die es auf YouTube gibt, nicht unbedingt in Deutschland, da habe ich noch keine gesehen, aber in Amerika, alle gesponsert sind. Das Video ist nicht gesponsert. Ich habe nur die Palette zur Verfügung gestellt bekommen. Was mich gewundert hat, weil ich mit Urban Decay noch nie zusammengearbeitet habe. Ich habe einmal ein Paket bekommen, aber das hat Kisu mir schicken lassen von Urban Decay. Und Urban Decay und ich, wir haben nie irgendwie zusammengearbeitet. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, die Palette einmal in PR bekommen zu haben. Möchte euch natürlich aber auch eine Review dazu geben. Ich hatte euch bei Instagram gefragt. Falls ihr mir da noch nicht folgt, schaut unbedingt vorbei, denn da könnt ihr immer so ein bisschen Teil der ganzen Videos werden. Und ja, Freunde, ich will gar nicht so viel quatschen. Das Ganze wird so ein bisschen lila. Ich dachte mir, mit so lila Eyebrows wird das Ganze nicht schlecht. Und ich möchte so ein bisschen auf eure Kritikpunkte eingehen und euch Swatches zeigen natürlich. Eine Zuschauerin hat mir geschrieben, dass es irgendwelche Facebook-Gruppen gibt, wo viel über mich geredet wird. Und ein Kritikpunkt ist, Maxim zeigt nie Swatches. Jungs und Mädels, heute gibt's Swatches. Das ist einmal die Naked Palette. Und ich muss sagen, es ist meine erste Naked Palette, die ich jemals hatte. Ich konnte sie mir damals nicht leisten. Und dann irgendwie ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen alles mit YouTube und Naked, die Naked Paletten. Ich bin deswegen sehr gespannt und sehr unvoreingenommen, wie die Paletten sind. Die Palette sieht einmal so aus und ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber das ist so ein bisschen dreidimensional. Also das Naked ist einmal oben drauf, dann ist eine Acrylglas oder Plexiglasscheibe und darunter ist nochmal eine Ebene und so könnt ihr es vielleicht sehen, da sind so wie Wolken drin. Sieht sehr, sehr spannend aus. Hinten steht Eyeshadow-Palette drauf und dann nochmal ein paar verschiedene Informationen. Und wenn wir die Palette einmal aufklappen, haben wir einen Spiegel drin und einen Pinsel. Das wusste ich gar nicht, dass da Pinsel mit drin sind. Finde ich aber gut. Und diese Standard Urban Decay Fännchen, diese etwas länglicheren. Leider ist eine Farbe kaputt gegangen. Der Postbote wirft meine Pakete meistens über den Zaun auf die Terrasse. Ja, aber ist nicht so schlimm. Und ich würde vorschlagen, wir swatchen jetzt einfach einmal. Freunde, falls ihr hier neu seid und noch keine Videos von mir gesehen habt oder es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's los mit Swatchen. Und ich swatche jetzt einmal. Das ist die Farbe Trippin. Ist eher so ein Weiß. Sieht man bei mir auf der Haut nicht ganz so gut, aber fühlt sich sehr, sehr gut an. Als nächstes haben wir die Farbe Mindslip. Ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Palette rutscht. Ist eher so ein bisschen in die Aprikosenrichtung. Dann kommen wir zur Farbe Dazed. Okay. Die sieht krass aus. Ich blende euch das Ganze natürlich auch gleich nochmal von Namen ein. Die Farbe Hacked. Auch ein sehr schönes, etwas so ein bisschen kühleres Nude. Finde ich sehr schön. Dann die Farbe VR. Und die fühlt sich ganz spannend an. Die ist so ein bisschen rauer, aber ich glaube, das ist so ein Duochrome. Okay, das ist ein Topper-Shade. Ihr wisst, wie sehr ich Topper-Shades liebe. Der hat so verschiedene Reflexe mit drin. Ein bisschen grün, ein bisschen rosa, ein bisschen lila und so eine rote Base. Dann haben wir die Farbe Lucid. Das ist dieses Mint. Aber auch das ist so ein Topper-Ton. Ist von der Base sehr durchsichtig, aber hat dann so blaue Reflexe drin. Dann haben wir die Farbe Optimized. Das ist ein wirklich schönes, mattes Flieder. Passend zum Nagellack. Im PR-Paket war auch ein Nagellack mit drin. Fand ich ganz süß. Ich habe ihn einmal aufgetragen für die ganzen Vibes. Ihr wisst, ich probiere immer so ein bisschen alles zusammen passend zu haben mit dem Logo. Hier und hier und lila habe ich leider keine Klamotten, aber ich dachte mit lila Augenbrauen, das ist genug. Weiter geht es mit Warning und Cyberpunk. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Sehen auch sehr gut aus, lassen sich wirklich gut swatchen. Und dann haben wir Euphoric und Purple Dust. Purple Dust ist sehr dunkel, das ist hier an meinem Mittelfinger. Okay, wow. Und als letztes die Farbe Digital. Das ist eher so ein Schwarz. Aber hat auch so ein paar Reflexe mit drin. Okay, Freunde, First Impression von den Swatches. Als ich die Palette gesehen habe, dachte ich mir so, ist ja
nicht so wirklich lila. Jetzt aber, wo ich sie geswatcht habe, ist es doch mehr lila, als man denkt. Also bis hier ungefähr passt alles in die lila Richtung. Und das sind Farben für den Alltag. Und das finde ich bei Paletten unglaublich wichtig, weil die meisten Käufer von Make-up-Produkten kaufen nicht jeden Tag eine neue Palette, sondern sie kaufen sich vielleicht einmal im Monat eine Palette und benutzen sie dann regelmäßig. Und sie wollen vielleicht nicht immer mit Lila auf die Straße gehen, sondern vielleicht auch mit einem schönen Alltagslook. Die Alltagsfarben werde ich jetzt hier nicht testen. Ich glaube, das ist einfach nicht spannend genug. Wir machen einen lilanen Look und ich hole euch ein Stückchen näher ran. So, seid ihr einmal schön nah dran. Ich liebe bunte Augenbrauen im Moment, Freunde. Das ist das krasseste überhaupt. Benutzen wir den Pinsel? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, interessiert euch die Palette? Wollt ihr euch sie kaufen? Wartet ihr auf Reviews? Ich habe noch keine deutsche Review gesehen. First Impression zu dem Pinsel, er ist recht hart. Und der ist sehr gut, um so ein bisschen präziser aufzubauen. Ich möchte einen Eyeshadow Primer benutzen heute. Urban Decay hat mir einmal den Primer Potion geschickt. Und den trage ich mir einmal auf. Und das blende ich mir mit meinem eigenen Pinsel einmal so ein bisschen ein, damit ich das gut verteilt habe. Der Primer wird schön sticky, also es fühlt sich gut an. Und jetzt schauen wir mal, was die Palette kann. Ich gehe als erstes mit dem Pinsel in die Farbe Optimized rein. Das ist dieses schöne Hellflieder. Und gebe mir das hier vorne hin. Oh, was ist hier? Oh Gott. Oh nein, das war mein Finger. Und das gebe ich mich hier vorne hin und baue mir das richtig schön auf. Also ich stempel die Farbe auf mein Lid und auf mein Auge und blende das dann so ein bisschen nach hier vorne. Ich bin mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher, was ich schminken möchte. Ich bin nicht so ein lila Freund. Also was Klamotten generell. Und bei Lidschatten weiß ich nicht. Was ich aber schön finde bei Lila zumindest ist, Lila ist für jede Augenfarbe gut. Also egal, ob ihr blaue Augen habt, grüne Augen habt, rote Augen, rote nicht vielleicht, aber ne. Lila passt wirklich zu jeder Augenfarbe. Und ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich glaube, es sieht hier so ein bisschen fleckig aus. Und ich vermute, dass es nicht ganz so optimal ist, den Primer vielleicht auf Foundation zu geben. Ansonsten kann man die Farbe aber wirklich schön aufbauen. Und ihr seht ja, ich gehe hier einfach lang. Und das ist halt eine sehr, sehr helle Farbe, die man gut ausblenden kann. Und so als Monochrom-Look. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt schon so ein bisschen an der Grenze und weiß nicht, wie ich weitermachen soll, denn ihr seht, es sind keine richtig matten Farben mehr da, oder? Nee, jetzt wird's schimmer. Ich gehe jetzt mal mutigerweise in die Farbe Warnings und presse mir das hier hin. An den Übergang so ein bisschen. Cyberpunk. Also, ich glaube, ihr seht, was ich meine, ne? Das ist schon wieder hier alles Schimmer und das sieht total unordentlich aus. Ich nehme jetzt so einen ja, etwas festeren Pinsel und gehe in die Farbe Digital und probiere mir das hier außen hin zu geben und damit so ein bisschen diesen Schimmer rauszunehmen. Ich habe ein bisschen Fallout unterm Auge. Okay, sie ist sehr intensiv. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich rede jetzt nicht über eine schlechte Pigmentierung, sondern ich rede darüber, dass das Schimmerfarben sind. Alles. Also diese ganzen Lidlinien, außer Optimized. Und Schimmerfarben im beweglichen Lid, Freunde, es sieht, vertraut mir, es sieht immer, immer unordentlich aus. Ich mache das Ganze jetzt auch noch auf der anderen Seite, damit es wirklich auf beiden Seiten gleich aussieht. Ich will euch ja so viele Farben wie möglich zeigen, ne? Natürlich könnte ich jetzt auch einfach nur die Farbe Optimized auf mein Lid geben, also dieses helle Flieder. Ich finde, dann ist das aber eher so ein bisschen langweilig. Also dann haben wir ja wirklich nur einen sehr, sehr monochromen Look mit einer Farbe. Die Farben sind sehr, sehr schön. Ich meine, ihr seht auch diesen Reflex hier, diesen leicht bläulichen Reflex, ne? Das kommt super gut raus. Also Digital ist extrem pigmentiert. Ich muss es hier noch so ein bisschen ausblenden. Und ich finde, es sieht. Aber es sieht gut. Weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade so ein bisschen. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe jetzt hier nochmal mit Digital einmal rüber und gleiche das so ein bisschen aus. Und ich habe schon wieder diese Meerjungfrauen-Vibes. So ein bisschen. Ich nehme jetzt den anderen Pinsel und gehe in die Farbe Euphoric. Und die gebe ich mich hier auf mein Lid und probiere da so ein bisschen den Schimmer zu fokussieren. Aber, oh. Falls ihr mein Video zu den L'Oreal Mono-Lidschatten gesehen habt, wisst ihr, warum ich jetzt so
Probleme habe. Schimmerfarben in der Lidfalte sind schwierig. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Lucid und gebe mir die hier hin. Ich nehme mal meinen Finger. Also es ist schon eine krasse Farbe. Die ist cool. Ich nehme jetzt den kleinen und gehe in die Farbe Cyberpunk. Auch das ist ein Schimmerton. Am unteren Wimpernkranz finde ich Schimmer nicht so schlimm. Finde ich, sieht immer ganz spannend aus. Ich weiß schon, dass ich von der PR-Liste fliege, bevor ich überhaupt drauf war. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Gerade. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel und probiere das hier so ein bisschen weicher auszublenden. Ich finde aber durch diesen Schimmer, also je nachdem, wie ich mich jetzt drehe, ne, ins Licht, sieht das ganz, ganz schwierig aus. Also wenn ich so gerade in die Kamera gucke, ist alles okay, weil dann sieht man einfach nicht diese Reflexe. Aber sobald ich so mache, sieht es aus, als hätte ich einen Regenbogenfisch auf dem Auge und sieht aus, als hätte ich mich geprügelt. Also ich übertreibe jetzt nicht, Freunde, ne? Aber ich glaube, ihr könnt ungefähr sehen, in welche Richtung ich will. Ich bin total begeistert von den Swatches. Aber einen tragbaren lilanen Look für mich ist gerade echt schwierig. Nur aus der Palette. Urban Decay, please don't kill me, don't come for me. Okay, Freunde, ich glaube, mehr kriege ich jetzt nicht hin. Nehme jetzt nochmal die angespitzte Seite und gehe in die Farbe Lucid. Das ist die krasseste Farbe überhaupt. Und die gebe ich mich hier in mein Inner Corner. Und möchte jetzt von NYX einen Vivid Brights Liner benutzen in Lila. Und den gebe ich mir in meine Wasserlinie. Auf meine Lippen gebe ich mir auch was von NYX. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen viel lila. Egal, wir sind hier für lila. Die haben nämlich so Lippenstifte. Ich glaube, die sind neu. Das ist die Farbe Be You Boo. Die gehören zu dieser Pride-Kollektion, glaube ich. Shout Loud Satin Lipstick in der Farbe Be You Boo. Ist ein krasses rosa-lila. Oh, ist doch eher rosa. That's too much. Ich habe noch eine andere Farbe, die ist ein bisschen softer. Das ist die Farbe Confident. Okay, Freunde, das ist einmal der fertige Look. Ich hatte einen kleinen Mascara-Unfall, deswegen drehe ich mich ein bisschen weiter so. Also First Impression, die Lippenstifte sind der Hammer. Es fühlt sich total toll auf den Lippen an. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Ich bin so ein bisschen hinterhergerissen gerade, weil auf der einen Seite ist es mir das Wichtigste, euch gegenüber loyal zu sein. Auf der anderen Seite will ich aber niemanden bashen. Denn die Palette an sich ist gut. Die Farben sind gut. Die Qualität der Farben ist gut. Gefällt mir die Aufteilung und die Zusammenstellung der Farben? Nein. Es ist eine Palette, um die Kollektion, die man vielleicht zu Hause hat, die Naked-Kollektion zu ergänzen. Ich finde die neutralen Farben wunderschön. Auch diese Effekte, diese Duochromes, diese Multicolor-Farben. Toll. Habe ich so noch nicht gesehen. Ist es jetzt eine Palette, wenn mich jemand fragen würde, hey, ich suche eine lila Palette. Ach Mensch, die Urban Decay Ultraviolet Palette? Auch nicht. Weil sie nicht für sich alleine funktioniert, finde ich. Für mich zumindest nicht. Also was lila angeht. Wenn ihr etwas aufwendigere Looks haben wollt. Wenn ihr eher schlicht sein wollt mit einer einfachen Farbe. Cool. Und dann eine Schimmerfarbe rüber. Aber für mehr funktioniert es nicht. Auf die Entfernung geht's. Aber sobald ich mich drehe, seht ihr diese Schimmerpartikel da drin. Das ist einfach nicht das, was ich persönlich gerne mag für Lidschattenlooks. Please don't kill me. Ich hoffe, ihr versteht mich, dass ich das so ein bisschen differenziere, weil ich euch einfach, ich möchte euch einfach die Wahrheit sagen. Lippenprodukt, mega, von NYX. Ja, das ist, sind die Shoutloud-Lippenstifte. Toll, Look an sich. Okay, wie gesagt, im Gesamtkonzept, glaube ich, ist es nicht unbedingt das, wo ich hingehen würde. Ich habe mich aber trotzdem gefreut, die Sachen einmal auszutesten für euch. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ist es euch wichtig, dass viele matte Farben mit drin sind? Helft mir gerne so ein bisschen bei der Meinungsfindung und auch für die Community. Und ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.